Zeig mal. Der Prediger sagte, er erkenne das Gebäude und könne mir eine Karte zeichnen. Er verlangte nur eine Tasse Kaffee im Gegenzug. Klingt gut? Klingt wie ein guter Deal. Ich habe genug Zeit, diesen alten Automaten wieder in Ordnung zu bringen. Tauscht Kaffee gegen Karte. Hier ist die Karte, wie versprochen. Anscheinend ist das alte Landhaus im Wald, nördlich der Farm. Ich muss die Abzweigung dorthin wohl verpasst haben. Der Einzige, der mir verdächtig vorkommt, ist genau der, der mir schließlich geholfen hat. Seltsam. Super, dann grusen wir doch mal hin. Das alte Landhaus durchsuchen. Oh, hier rennt ja allerhand Getier rum. Eine Fledermaus, ein Marder, eine Ratte, eine Kröte. Ja, sind wir zumindest nicht alleine. Ne, ein Käfer, Hauptsache keine Spinne. Nee. Gut. Nest. Nee, das ist eine Pikelsense, sieht anders aus. Ah, sie? Hake, Gabel, Zange, meine Güte, was suchen wir denn hier alles? Die ganze Heimwerkausrüstung hier. Hake, Zange, Kopfbedeckung, Vorhängeschloss, Weinkorb ist woanders, das ist eine Weinflasche. Da ist der Weinkorb. Kettenschaukel, Reisig, müsste Reisig sein. Kette, ja. Eine Schaufel, Sattel, Schaufel. Eine Zange. Mit der wahrscheinlich jetzt hier ganz mutig die Jäger rausknipsern. Okay. Die soll doch da drin im Haus sein. Hat der die verbarrikadiert? Oh. Wollen wir doch mal reingehen. Oh. Ein Messer. Zeitung. Der Prediger war so nett, mich hierher zu führen. Dieser Ort ist so romantisch. Die Geschichte wird zwischen den Spinnweben und dem Staub förmlich lebendig. Ich werde diesen Ort in den kommenden Tagen gründlich untersuchen. Emilys Handschrift, sie war hier. Ich brauche Papier zum Entzünden. Und Sarah. Wir brauchen noch Löffel und Gabel, so wie es aussieht. Und noch so aus dem Streichholz. Eingangshalle hat mir jetzt gefallen. Speisezimmer. Wimmelbild auf jeden Fall. Merkwürdig, das Besteck ist immer noch hier. Ich frage mich warum. Können wir davon was mitnehmen? Bräuchte noch ein bisschen was? Nö. Das sieht aus wie die Wohnung, wo wir den Schrank letztens gemacht haben. Wie geht denn da? Schön. Nee, er kommt wieder auf den Tisch. Dann machen wir das Windel. Okay, wir müssen mal einiges anscheinend öffnen. Eine Uhr. Ein Monogramm. Ah, okay. Auch aufmachen. Eine Lupe. Puppe. Kokarde. Oh Gott, bei manchen Sachen weiß ich gar nicht, was das ist. Streichhölzer. Blatt. Ihh, eine tote Maus. Ah, das ist eine. Ah, okay, das war eine Kokarde.
eine Pfeife, Schlüssel, Hut, Schere, da ist die Pfeife. Eine Sauciere, wo ist sie? Da. Ein Anker und eine Halskette. Da ist die Halskette. Er ist mit dem Anker. Da ist er. Und das Monogramm. Streichhölzer. Papier wäre nur verbrannt. Papier verbrennt zu schnell. Ich brauche etwas Substanzielles. Naja, liegt da genug Holz da noch drin? Ach, dann ist mir auch nicht einfach. Kann man das dann hier mit dem Schürhaken auch machen? Etwas wurde in das Schlüsselloch Hast du hier doch noch irgendwo was? Nee. Am Stuhl? Auch nicht. Wohnzimmer haben wir nicht. Gehen wir nochmal nach draußen und wimmeln nochmal im Schuppen. Dann gucken wir doch gleich mal. Die Holzscheite liegen hier rum. Okay. Die Handschuhe haben wir schon mal. Nee, das ist ein Beil. Wo ist denn die Axt? Nicht da. Okay. Käfer. Masse. Kleines Pferdchen. Korbkuh. Das ist das hier. Das ist Spitzhacke. Die Schlinge habe ich dann auch schon gesehen. Ein Plakat. Wasser. Ein Pinsel. Das ist eine Holzbeere. Das ist die Axt. Pinsel. Ein Pinsel und zwei Holzscheite. Ein Pinsel. Da ist der Pinsel. Jetzt noch zwei Holzscheite. Die sieht man hier super. Hier sind so viele Bretter, das könnte alle sein, die hier liegen. Holzscheit. Das ist ein Schuh. Ah, die meinen sowas Rundes. Ja, das wird ja lustig. Jetzt brauchen wir noch einen davon. Einen haben wir schon. Ach, okay. Na, okay. Das Holz. Gehen wir da rein. Ins Wohnzimmer. In den Ofen. Packen das auch noch ran. Und machen das wieder ganz künstlerisch mit einem Streichholz an. Oh my God! It's Emily's stuff! It's her backpack! And her sleeping bag! She was here! Emily, where are you now? Okay, also sie war anscheinend hier, aber irgendwie ist sie gegangen, ohne ihre Sachen mitzunehmen. Was haben wir hier oben? Nö, nicht schon wieder das Ding mit dem Soldaten. Das kennen wir doch nun schon. Das Kästchen ist leer, doch unter dem Deckel steckt ein Draht fest. Den brauchen wir bestimmt noch.
Emily has a pendant that unlocks this box. I'll hold on to it until I find her. Den Anhänger kennen wir noch aus dem anderen Teil. Was ist das denn? Sieht das im Kontakt? Schild, okay. Sonst noch irgendwas hier? Was ist das? Ah, das ist hier das, ne? Ja. Und ich sehe schon, da dreht sich hier dann wieder alles. Holzstückchen, Emilys Schatulle. Ja gut, okay, bringt alles nichts. Na nee, da passen wir ja nicht rein, es ist ja heiß. Dann wimmeln wir erstmal im Schlafsack rum. Was hat denn die Frau alles einsteckt? Da ist so ein Holzteil, was wir brauchen. Taschenlampe haben wir. Neu. Die Gute hat auch noch Schokolade bei immer. Das ist, sowas ist sehr, sehr vorbildlich. Schokolade muss man immer dabei haben. Ein Stirnband brauchen wir auf jeden Fall noch. Behälter. Behälter ist eine sehr schöne Umschreibung. Das kann ja alles sein. Komplex. Heizkette. Zahnpasta. Ein Glas. Ach, das ist der Behälter. Das Messer. Hier. Wo ist das Glas? Da. Stirnband. Das ist eine Fotorolle. Banane. Eine Feder. Kiste. Ecke. Zahnbürste. Hier ist ein Stirnband. Warum sind das Stirnband geklebt? Warum sind das hier wirklich? Wir sind Achter. Jetzt haben wir immer ein Messer. Die Messer können wir doch bestimmt hier drunter hebeln. Ne? Ja, aber das Messer stecken lassen. Na. Sonst noch nicht sehen, noch nicht alle Teile. Aber mit dem Draht können wir wahrscheinlich das hier rausfummeln. Haben wir den Draht weggeschmissen? War ja klar. Ich benötige einen Schlüssel. Nun kommen wir doch nicht mit sowas. Dann gucken wir hier nochmal rein. Ab in den Wandschrank. Da sind die Schlüssel, die wir brauchen. Her damit. Okay, wir gucken uns jetzt nochmal um. Ein Fingerhut brauchen wir. Eine Motte. Eine Motte habe ich vorhin schon gesehen. Da ist sie. Motte. Gabel. Ein Fingerhut soll hier sein. Da. Eine Flöte. Die habe ich vorhin auch schon irgendwo gesehen. Da. Ein Korken und ein Mörser. Jetzt machen wir das wieder auf. Knopf, Tanzzapfen, Fernrohr, Kamm, Horn. Und jetzt noch die Briefmarke. Wo ist sie? Briefmarke. Kleine Briefmarke. Wo bist du? Wo ist sie denn, die Briefmarke? Hallo, Briefmarke. Da. Jetzt ist es vollständig, aber zu brauchen wir das bestimmt. Okay. Decke den Tisch. Ein Gedeck ist bereits korrekt. Ein Gedeck ist bereits korrekt. Das, was dort liegt. Gabel, Messer, großer Löffel, kleiner Löffel. Das. Das liegt auch richtig. Das liegt nicht richtig. Da liegt das, aber das braucht noch einen Löffel. Das hat auch noch einen. Das braucht eine Gabel. Halt. So leert man Tischdeck.
Zeit. Hier ist noch ein Löffel. Da. Ist doch jetzt gedeckt, oder? Der hat wieder einen kleinen Löffel. Wieder hat gedeckt. Und jetzt? Decke den Tisch. Möchte ich mal. Irgendwas nicht richtig. Ah! Richtig. Die Löffel müssen auch korrekt liegen, wenn ich das richtig sehe. So. Okay, das ist der Schlüssel fürs Nebenzimmer. Da gehen wir auch rein. Gucken gleich mal. Manchmal sind Puppen echt gruselig. So, ich komme wieder dahin. Kann hier was aufmachen? Hier liegt noch was. Da brauchen wir die Holzstücke. Ja, da fehlen einige. Haben wir hier noch was liegen? Hier sieht er dieser fiese Soldat. Okay, dann wimmeln wir hier nochmal. Eine Dose habe ich schon gesehen. Eine Dose, ein Stück. Dose, ein Stück. Da ist ein Stück. Ein Buch sehe ich hier. Da ist die Dose, steht sogar extra drauf. Fernglas. Kissen. Postkarte. Apfelkerngehäuse. Nadelkissen. Nadel da und Nadelkissen. Holzstück. Feder. Holzstück. Noch ein Holzstück haben wir gekriegt. Hier geht aber leider immer noch was. Müssen wir vielleicht nochmal nach draußen. Okay, wir kommen hier auch nicht weg. Also es muss definitiv, wenn dann hier was sein. Da. Etwas nach dem Fenster. Da müsste ich jetzt auch mit dem rankommen. Sehr gut. Ne, das war nicht im Speisezimmer. Moment, das war im Wohnzimmer. Und das war das hier. Okay, wir haben wieder innere Teile, die wir verschieben müssen. Die Ringe sind verbunden. Der äußere bewegt den inneren. Die Schildteile sind vertauscht. Bringe sie in Ordnung. B? Scheiße, ist das da? Erstmal muss ich gucken, wie ich bin. Oder doch das hier? Was wäre das hier? Halt, das ist ein Baum. Thank you.
So, würde ich sagen, ist fertig. Rein ins Arbeitszimmer. Oh, das war ein Minus. Deine Tür sieht verdächtig aus. Der ist jetzt auch schon mal bessere Tage gesehen. Hier war gerade eine Lupe. Eine winzige Drehung, wo der Aufziehschlüssel fehlt. Okay, also wir haben noch einen Aufziehschlüssel. Da habe ich schon gesehen, kann man auch ran. Eine Notiz. Maple Creek. VT. Vermont, genau. Montag, 21. April 1823. Das ist schon eine ganze Weile her. Er ist für das Verschwinden dieser Frauen verantwortlich und vielleicht noch weiterer. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Sollte ich dennoch scheitern, findest du hier alle Beweise. Schmelze zunächst das Zinn im Feuer. Colonel J. Russell. Knopf. Was, Reise in die Vergangenheit? Colonel Russells Auftrag. Es gab weitere Personen, die in Maple Creek verschwanden. Einige sogar schon vor 160 Jahren. Und der Besitzer des Landhauses hatte einen Verdächtigen, dem er sich stellen wollte. Schon, jetzt lesen wir noch schnell das von Emily. Auf der Suche nach Emily. Ich stehe vor dem Haus. Es scheint seit vielen Jahren verlassen zu sein. Von Emily fehlt jedoch jede Spur. Hat sie einen Weg hineingefunden? Die Bretter vor der Eingangstür sollte keine große Hürde sein. Es ist Emilys Handschrift. Sie ist hier gewesen und hat diesen Ort scheinbar mit Hilfe des Predigers gefunden. Ein Zufall? Emily hat alles zurückgelassen, ist verschwunden. Das hat sie auf keinen Fall freiwillig getan. Ich sollte mich hier nach allen möglichen Hinweisen umsehen, die mir verraten, wo sie ist und warum sie alles zurückließ. Na gut. Gucken wir noch in die Schublade. Ach, das sind die Tasten. Drei rein. Das ist R. Ach hier, was ist da jetzt aufgegangen? Hier war einst etwas Ovales. Och, nö. Dann kann ich jetzt so lange nicht tippen. Das ist ja doof. Ach, na gut. Da kommt man da leider nicht. Sonst noch irgendwas? Nee. Außer Rätsel? Nicht wirklich etwas, was uns weiterbringt. Der Esstisch ist fertig. Kinderzimmer ist auch nichts Neues. Wie viele Holzteller haben wir? 2 von 3. Ein großer Schlüssel. Rausspringen. Emilia. Schade, damit wir hätten so ruhig länger spielen lassen können. Die hörte sich gut an. Ohne Zinsstich würde das mit Daniel nicht hineinpassen. Really? Wie soll ich denn jetzt. Wo soll ich denn jetzt Zinn hernehmen? Guck mal nochmal.
draußen. Vielleicht ist draußen noch mal irgendwo was. Was ich übersehen habe. Was jetzt? Die können nicht nur rein. Dieses Feuer macht mich ganz nervös. Okay. Ich dachte mir nur so, naja. Okay. In Ordnung. Dann war das so gedacht. Wie setzen wir das jetzt ein? Die Tasten sind vertauscht. Bringe sie in Ordnung, um das richtige Passwort zu erhalten. Einige Tasten sind repariert. Jede Zahl verschiebt den entsprechenden Buchstaben. Ziehe am Hebel, um das Passwort zu testen. Um Gottes Willen. Also in der Mitte muss irgendwie stehen. Also das G ist richtig. Das G bleibt da. Ich darf wahrscheinlich das G nicht tauschen, ne? Doch. Das macht schon irgendwo ein bisschen Sinn. Ich mach mal das F gegen das G. Okay, das ist Kauderwelsch. Das E zum X, das verstehe ich jetzt nicht. Och, da sind aber viele Elts drin. Das R gegen das E tauscht. Das heißt, ich muss...
Probier mal die Buchstaben raus. Welches davon ist ein M? Okay. Das ist schon sehr gut. Vom E plus 8 ist man beim M. Vom Y zum A zu kommen. Ich brauche hier sein X. Ich brauche hier aber nochmal ein Margaret, nochmal ein R. Margaret. Okay, ein A brauche ich dann. Jetzt das beim O haben wir jetzt ein Problem. Fast. Ah. Das sollte man jetzt mal aufschreiben. Das ist viel, viel einfacher. So. M-A-R-G-A-R-G-T. Schön, dass ich auch schon auf den Gedanken komme, das aufzuschreiben. E plus 18 ist M. S plus wie viel ist ein A? V, W, X, Y, Z, A. Ist auch eine 8. Verdammt. Was plus wie viel ergibt ein M? Ich tausche das mit dem O. Jetzt brauche ich noch ein A. Aber ich brauche hier eigentlich die 3. Ich finde das doof, dass sie hier repariert sind. Mit irgendeinem Buchstaben, den wir doppelt brauchen, auch mit einer 0 besetzen können. Das R ist schon richtig. Das brauchen wir ja auch zweimal. Wir brauchen aber auch das A zweimal. Wir haben ein E. Und die beiden haben wir schon festgesetzt. Ich überlege gerade, wie wir irgendwas verschieben können. Weil eigentlich ist das hier schon so schön fertig. Margaret, ich krieg da einen Anfall. Reh, Feder, Reden, A und D. Das kann nicht wahr sein. Oh Gott, nee, ich bin wahnsinnig. Rauf und runter zählen bringt irgendwie nichts, weil ich kann da nicht zurück. Ich kann ja leider nur nach vorne zählen. Wenn ich zurückzählen könnte, wäre das noch viel, viel cooler. Aber so. Ich weiß nicht, wie ich das hier koordinieren will. Also ich muss mich mal aufschreiben, und zwar, ich würde es jetzt mal auseinanderbauen. Den Mist hier irgendwie. Margarelen würde es mit 6 werden, glaube ich. Ja. Die 7 plus das K sind, ist nochmal das R. Ich komme da nicht drum rum. Langrea, das geht doch auch, oder? Oh Mann, ey. Ich langweile mich hier wahrscheinlich zu Tode. Aber es ist, ich meine, es ist ja fröhliches Tastendecken, so kann man das ABC ein bisschen kennenlernen. Und sich darüber beirren, dass ich nicht weiterkomme. Ich probiere jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mit aus. Ich lasse mich von dem ja unheimlich irritieren. Stelle ich mal wieder fest. Okay. So weit waren wir noch nicht. Das schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf. G, S,
C, X, K, E. Und dann fehlt uns ja noch eines. Müsste. Ich hoffe, wir haben es jetzt. Also, das wird eine wahrscheinlich entweder sehr lange Folge. Ich weiß es nicht. Oder ich mach da einen kleinen Zeitraffer rein. Weiß ich noch nicht. Aber weg geht nicht. Das F weg. P, L, S, T. Oh Gott. Ja, ja. Es hat nur gefühlt 2 Jahre gedauert. Oh, das war jetzt echt nicht einfach. Marble Creek, Vermont, Freitag, der 13. September 1822, also ein Jahr zuvor. Ich folge dem Prediger weiter. Letzte Nacht begab er sich zu seinem Versteck im Wald, die Felsen auf dem Hügel. Was hast du vor, alter Mann? Colonel J. Russell. Und wir kommen endlich das letzte Rückstück. Das Bonuskapitel hat es echt in sich. Haben wir das Neues? Noch nicht. Spielzeugkiste war, glaube ich, im Kind. Nee, halt, beste Speise im Kinderzimmer. Das war dieses Puzzlebrett hier. Und da haben wir jetzt auch alle Teile. Ah. Müssen wir mal gucken, ob das so schon richtig liegt. Dies ist ein Puzzle. Drehe die Teile und verschiebe sie, um das Bild wieder herzustellen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das passt auf jeden Fall so rein. Das sind so etwas dunklere Teile. Das passt nicht. Das passt auch. Also es passt auf jeden Fall. Ich kann es mich nicht mehr verschieben. Eben so komisch aus von der Seite. Habe ich irgendwas mit. Was ist das? Nee, das ist so komisch. Was haben wir noch für welche? Hier, das sieht aus wie ein Stück Pack. Ja. Dann kommt das wahrscheinlich da ran. So. Das schickt euch. Thank you.
Pimmelteil. Der Prediger Segen für die Leute quasi. Okay. Ein Bild. Wir haben eine Stube eingewählt, wo wir wahrscheinlich noch was machen. Moment. Hier ging was. Noch mehr Papiere. Marble Creek, Vermont, Montag, 21. April 1823. An die zuständige Person. Wenn du dies liest, habe ich versagt. Ich habe die letzten Jahre meines Lebens einer gerechten Sache gewidmet, dem Kampf gegen das elementare Böse in Gestalt eines Mannes. Hier bewahre ich alle wichtigen Informationen auf. Nutze sie mit Bedacht und mache diesem Grauen ein Ende. Viel Glück. Aufrichtigst, Colin J. Ross. Harper Creek, Vermont, Montag, 11. November 1822. Die gesamte Gemeinde steht unter seinem Bann. Marble Creek ist sein Reich. Dient, macht nur sich selbst oder ist sie das Mittel zu einem noch unheilvolleren Zweck? Wer bist du, deine boshafte Natur unter dem Gewand eines Priesters zu verbergen? Die Glocke ist der Schlüssel. Der Prediger sah vor 50 Jahren haargenau so aus. Er ist kein Tag alt. 1771. Die Gründung von Marble Creek. Das ist gespenst. Dienstag, 18. März 1823. Was auch immer du tust, er wird wiederkehren. Ob verwundet oder scheinbar tot. Er wird es schaffen, seinen Marionetten das Leben auszusaugen und sich einzuflößen. Und jedes Opfer steigert seine Macht umso mehr. Es gibt nur einen Weg, ihn zu zerstören. Zerstöre die Glocke und töte ihn mit seiner eigenen Waffe. Also hat der Hamilton schon ganz gut recht. Hier bringt der Eiserne Opfer. I know this place. I've been there before. From the very beginning, I sensed there was something off about that preacher. I just couldn't figure out what. What is he? An immortal demon? I don't know, and I don't care. All I care about is Emily, and I pray I'm not too late. Ich befürchte, er ist zu spät. Es geht nur noch hinab. Dann gehen wir runter. Ach, die hat einen komfortablen Strickleiter. Oh, schön. Ich bin ja begeistert. Okay, machen wir uns auf die Suche. Gar nicht richtig konzentriert war. Okay, was braucht man alles? Da ist der Fisch. Kerze, Stumme habe ich gesehen. Bräuchte ich Armband. Ketten. Das ändert sich auf die Musik dramatisch. Ich möchte das hier eigentlich gar nicht untersuchen. Das ist die Spinne. Stalaktit. Das waren die von oben. Ich habe es gerade überlegt von oben gefunden. Kürbis. Lieferknochen.
Kopfhörern, Münzen, Pfeile, Geldbörse, Perlen, Skeletthand, Stein, Eule. Ein Strang. Strang ist immer gut. Das kann ja hier alles Mögliche sein. Ein Strang. Ja, was für ein Strang meint er denn hier? Hier ist so viel Wurst auf dem Bild. Das könnte alles Mögliche sein. Schlangen. Reißzahn, Steinkeule und ein Strang. Das Gefühl, dass sie da so was Fieses aufgemalt ist, möchte ich da halb gut sehen. Steineule. Steineule, ich habe Eule gelesen. Ja, wer lesen kann, ist klar am Vorteil. Nö. Ändert nichts am Strang und am Reißzahn. Für mich ist das hier ein Reißzahn. Haben wir hier Reißzähne? Nee, wir sind Krone ausgestattet. Emily! Ach, wir reißen jetzt, glaube ich, erstmal den Anhänger ab, oder? Sie ist am Leben, doch bewusst ist, ich muss hier raus. Nein, nicht du, wir alle. Ketten nicht dran, ist eine gute Idee. Aber was? Steht hier oben. Das kennen wir alles. Das kennen wir alles. Das Möbel abkommt gerade jetzt. Also dieses Recycling hier ist ja wahr. Lippenstift, irgendwas und eine Schildkröte. Brosche, eine Brieftasche. Spitzhacke. Eine Feder. Hier sind mehrere Federn. Ging jetzt besser. Jetzt haben wir die Spitze. Dann machen wir sie doch mal hier bewusst. Aber vorsichtig. Ja, einmal noch. You've gone too far, Detective. Aua. Your impudence will not
be forgiven. Was zum Hieß? Es ist stockdunkel. Ich kann überhaupt nicht sehen. Ja, super. Licht. Ich kann Licht sehen. Ein Spalt in der Wand. Naja, dann auf mit die Spitze. Wunderbarer hier oder was? Emily. Jetzt ist sie weg. No. Ich brauche den Anhänger noch. Failed you, and for that I'm sorry. I returned to Maple Creek after a few years in hiding to avenge Emily's death. Disguised as a hermit, I watched him in silence, waiting for the right moment to strike. You were not to blame for my failure. You did what you considered right, but the game's not over yet, and if Russell wasn't wrong, then I've got the upper hand. Yours sincerely, Richard Hamilton. Uns auch glatt noch die Frau weggesnackt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Da bin ich hier auf so einer schönen Rettungsmission und dann war ich nicht schnell genug. Hab mir voll eine verpassen lassen. Das war dann auch das Bonuskapitel mit schweren Rätseln, wie ich gedacht hatte. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich euch das Ganze verpacke. Ich noch sehr lange teilweise gebraucht habe. Die Story fand ich jetzt auch nicht schlecht. Es hätte sogar ein eigener Teil sein können, meiner Meinung nach. Weil es genug Materie gab, um da nochmal ein einzelnes Minigame draus zu machen. Aber gut, als Bonus-Level fand ich es jetzt auch nicht schlecht. Wir verziehen uns mal kurz wieder ins Hauptmenü. Guck mal, ob wir noch in den Extras was mit drin haben. Ja, Hintergrundbilder, Wimmelbildszenen. Nein, ich möchte jetzt nicht mehr Wimmel. Konzeptentwürfe. Das kann man sich jetzt hier alles nochmal so angucken. Also dieses Auto hatte man bei uns zum Beispiel, war das nicht auf dem Bild. Ja, also da ist reichlich vorhanden. Videos nochmal zu sämtlichen Szenen, die wir hatten. Hintergrundbilder. Also wer scharf auf die Hintergrundbilder ist, ne, dem kann ich das nur empfehlen. Gibt es ja in sämtlichen Auflösungen. Wimmelbildszenen. Man kann sich wirklich da nochmal durchwimmeln. Aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt erstmal durch alle Wimmelbilder durch bin. Vor allem auch durch die Rätsel. Das erfolgreich geschafft. Ich bedanke mich bei allen, die mitgerätselt haben, mitgewimmelt haben, vor allem mit mir gelitten haben. Wahrscheinlich sind jetzt einige Tische ein Stück kürzer oder der eine andere muss jetzt ein bisschen Späne wegbringen, weil er sich gesagt hat, Gottes Willen, sieht die das nicht? Ja. Und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Let's Play dabei seid. Wenn ich mich wieder durch Welten schlage und verzweifelt nach irgendwelchen Tasten, Buchstaben oder Gegenständen suche. Ich wünsche noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Bis demnächst. Sayonara.